Spannende News aus dem Hause Sony. Habt ihr es schon gesehen? Wenn nicht, bleibt dran. Hallo Freunde des Films, Sony hat eine komplett neue Kamera in der Cine-Alterssparte vorgestellt. Die Sony Burano. Sony hat uns zu sich nach England in die Pinewood Studios eingeladen, um die neue Kamera vorzustellen. Wir haben die einmalige Chance bekommen, uns vor der Ankündigung die Kamera anzuschauen und mit dem Prototypen ein bisschen herumzuspielen. Super exciting! Es ist eine von Grund auf neu konzipierte Full-Frame Cinema-Kamera, die die Lücke zwischen FX9 und Venice 2 schließen soll. Was soll das heißen? Die Kamera ist sowohl für Mid-Low-Budget Fiction-Projekte als auch für Non-Fiction-Dokumentarische, Live-Event oder auch Sportprojekte ausgelegt. Klingt ein bisschen nach einem krassen Allrounder, oder? Lasst uns mal die Kamera genauer anschauen, bevor wir ein Fazit ziehen. Die Sony Burano hat einen neuen 16:9 8,6K Full-Frame-Sensor mit einer Dual-Base-ISO von 800 und 3200, wie bei der Venice 2. Die Farbwiedergabe soll sehr ähnlich der Venice 2 sein. Die Kamera zeichnet 16-Bit XOCN LT und 8K XAV CH auf. Aufgrund der hohen Datenmengen von Compressed RAW kann die Kamera nur XOCN LT aufzeichnen. Leider. Und XAVCH ist ein ganz neuer Codec aus dem Hause Sony. Die Kamera zeichnet 8K 30p, 6K 60p und 4K 120p auf. Jedoch muss man verschiedene Crop-Einstellungen beachten, damit die höheren Framerates möglich sind. Dazu wird es Tabellen zur Übersicht geben, wo alle Auflösungen und entsprechenden Framerates zu entnehmen sind. Die Sony Burano kommt wie bei der Venice 2 mit einem PL-Mount. Darunter ist ein E-Mount verbaut, wenn man den PL-Mount abschraubt. Coole Sache ist, dass die Schrauben jetzt im PL-Mount bleiben und nicht lose sind. Dann gibt es nicht mehr diese Momente, wo ist die Schraube hingefallen? Nein! Die Objektiv-Mounts haben natürlich ein Lever-Lock-System, um die Objektive richtig festzumachen. Was ist denn noch so an der Kamera verbaut? Die Sony Burano hat hinten einen festen V-Mount-Anschluss, einen Full-Size-HDMI-Port, einen 12G-BNC-Output, einen 3G-BNC-Output, Timecode-BNC-Anschluss, Genlog, LAN und 4-Pin XLR-DC-In. An der rechten Seite befinden sich zwei große XLR-Anschlüsse, ein USB-C-Port, LAN-C-Input und wie bei der FX6 bekannt, einen 3,5 mm Klinke-Eingang für zum Beispiel den FX6 Handgrip. Und da oben noch ein Viewfinder-Port, wie schon bekannt bei der FX6 und bei der FX9. Zur linken Seite, der Operator-Seite, befindet sich der meiste Spaß. Alle Einstellungen sind dort zu machen. Einstellungsmöglichkeiten für den internen ND-Filter, SD-Kartenport, Kopfhörereingang, einen Dual CF Express Typ B-Kartenslot. Jo, ihr habt es richtig gehört. Sony setzt bei der Burano auf CF Express Typ B-Karten. Oben und unten sind halt nur Schraubmöglichkeiten bzw. ein Top-Handle kann man oben anbringen, welches im Übrigen kompatibel mit dem FX6 Top-Handle ist, sodass ihr zwei weitere XLR-Inputs habt. Zudem kommt die Kamera mit einem Display und einer optischen Lupe, um das Display in einem Sucher umzuwandeln. Die Bauweise des Displays weicht von der FX6 und FX9 ab, denn hier muss das Display parallel zur Seite der Kamera ausgerichtet werden. Ein ganz ungewöhnlicher Ansatz. Im Vergleich zur Venice 2 ist die Burano doch nochmal ein ganzes Stück kompakter und leichter. Die Burano ist mit 2,85 Kilogramm um 1,45 Kilogramm leichter als die Sony Venice 2 mit 4,3 Kilogramm. Und die Burano ist auch um ca. 32 mm kürzer und ca. 16 mm niedriger als die Sony Venice 2. So ist die Sony Burano nochmal viel gimbalfreundlicher aufgrund ihrer Maßen. Nun wissen wir, wie die neue Kamera aufgebaut ist. Doch was macht sie denn so interessant? Abgesehen von dem sehr ähnlichen Look zur Venice 2 und dem internen Compressed RAW mit XOCN LT. Die Sony Burano hat einen internen variablen ND-Filter eingebaut, wie bei der FX6 und FX9. Sie reicht von ND06 bis hin zu ND21 und das sowohl in Stufen als auch stufenlos. Die Kamera hat ein IBIS, was wir aus den Sony Alpha Kameras kennen. Wer IBIS nicht kennt, IBIS steht für In-Body Image Stabilization. Das heißt, der Sensor wird auf Basis von Giro-Informationen auf 5 Achsen bewegt, um das Bild zu stabilisieren. Das Spannende ist, es funktioniert sowohl mit E-Mount-Objektiven als auch mit PL-Mount-Objektiven. Somit ist das die erste Cinema-Kamera mit IBIS. Zusätzlich zum IBIS gibt es den Active-Mode, welches zusätzlich stabilisiert. Jedoch wird im Active-Mode der Sensor gecroppt, damit die zusätzliche Stabilisierung möglich gemacht wird. Was wir bisher noch bei keiner Cine-Alter-Kamera gesehen haben, ist ein eingebauter Autofokus. Ja, richtig. Ein Autofokus. Das passt doch nicht zu einer Cinema-Kamera, oder? Hierbei geht Sony einen anderen Weg. Diese Cinema-Kamera soll auch ermöglichen, als Solo-Operator tätig zu werden. So wurde ein Fast
Hybrid Autofokus mit AI Processing und Face Detection eingebaut. Das funktioniert natürlich nur mit E-Mount Objektiven. Der Face Detection Autofokus hat 627 Punkte zum Track. Definitiv ein spannender Ansatz, hier Funktionen aus beiden Welten in einer Kamera zusammenzubringen. Was denkt ihr drüber? Im Großen und Ganzen macht die Kamera auf den ersten Blick einen richtig guten Eindruck. Ich persönlich vermisse den Anschluss für einen richtigen Viewfinder. Wie bei der Venice 2. Jedoch kann ich verstehen, dass man Grenzen zur Venice 2 ziehen muss, um die Flagship-Kamera nicht zu kannibalisieren. Die Sony Burano fühlt sich so an, als hätte Sony FX9 und die Sony Venice 2 ein Baby gemacht. Dabei kam die Sony Burano raus. Die Kamera deckt sowohl die Solo-Operator-Welt als auch die Fiction-Welt mit etwas größeren Crews ab. Es ermöglicht ganz gut FX9, FX6 Nutzern einen einfachen Übergang zur Fiction zu machen. Denn die Kamera ermöglicht den Einsatz in beiden Welten bis zum Mid-Budget-Projekt. Das nenne ich doch mal eine spannende Ansage von Sony und schließt damit eine Lücke, die Sony bisher nicht abgedeckt hatte. Wenn man mich fragen würde, welche Allrounder-Kamera ich empfehlen könnte, hier sehen wir eine Allrounder-Kamera. Empfehlen kann ich sie natürlich erst, wenn ich die Sony Burano auf Herz und Nieren testen kann. Die Kamera wird voraussichtlich im Frühjahr 2024 ausgeliefert. Was haltet ihr von der Kamera? Ist die Sony Burano interessant für euch? Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, dann auch gerne in die Kommentare damit. Nähere Infos und Links zur Kamera findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr schon da unten seid, abonniert gerne den Kanal, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Bis dahin wünsche ich frohes Shooten!